Hallo zusammen. Das heutige Rätsel heißt, wie viel Uhr ist es? Es geht wie folgt. Max sagt, guten Morgen Moritz, wie spät ist es? Moritz antwortet, wenn du einfach ein Viertel der Zeit seit Mitternacht bis jetzt zur halben Zeit von jetzt bis Mitternacht hinzufügst, dann hast du die genaue Uhrzeit. Wie spät war es zum Zeitpunkt des Gespräches? In einigen Sekunden gibt es die Lösung dazu. Viel Spaß damit. Kommen wir zur Lösung. Diese Info hier kennen wir. Schauen wir uns das Ganze mal an. Von Mitternacht bis zur nächsten Mitternacht sind 24 Stunden. Das Gespräch fand irgendwann am Morgen statt und von Mitternacht bis zum Gespräch, sagen wir mal, soll x sein, also die Anzahl der Stunden seit Mitternacht. Dann können wir das Ganze übersetzen. Ein Viertel der Zeit seit Mitternacht ist ein Viertel von x, also ein Viertel mal x. Das sollen wir hinzufügen zur halben Zeit, also plus ein halb, und zwar von jetzt bis Mitternacht. Von jetzt bis Mitternacht. Das bekomme ich raus, indem ich von 24 Stunden diese x abziehe, dann bleibt dieser Bereich übrig, also 24 minus x. Ganz wichtig in Klammern, und wenn wir das getan haben, erhalten wir die genaue Uhrzeit, also ist gleich x. Das können wir berechnen. Ein Viertel kann ich schreiben als 0,25, dann ausmultiplizieren. Ein halb mal 24, die Hälfte von 24 ist 12 und plus ein halb mal minus x, plus mal minus gibt minus und ein halb x ist 0,5x. Jetzt kann ich zusammenfassen, die x zusammenfassen, 0,25x minus 0,5x sind minus 0,25x, die plus 12 übernehme ich und ist gleich x übernehme ich auch. Jetzt die x auf die rechte Seite bringen. Hier steht Minus, wir machen also das Gegenteil, plus 0,25x auf beiden Seiten. Links bleibt die 12 übrig und rechts 1x plus 0,25x sind 1,25x. X soll jetzt alleine stehen. Ich bringe die Zahl auf die linke Seite. Dazwischen steht eigentlich ein Malpunkt, wir machen das Gegenteil. Auf beiden Seiten geteilt durch 1,25. 12 geteilt durch 1,25 ist 9,6. Jetzt wandle ich um 9,6 Stunden. Mal 60 Minuten erhalte ich 576 Minuten. Diese kann ich auch nochmal umwandeln. 576 Minuten sind nämlich 9 Stunden und 36 Minuten. Daher ist es 9.36 Uhr. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Rätsel lösen konntet und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Rätsel. Bis bald! Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald!